Vielleicht kennen Sie das ja auch. Man surft im Internet und dann findet man auf irgendeiner Seite oder in einem Bilderportal ein tolles Foto, das man gerne für seinen Hintergrund auf dem Computerbildschirm oder eben als Hintergrundbild im Facebook-Profil nutzen möchte. Aber darf man das eigentlich? Die Frage lässt sich mit einem eindeutigen "Kommt drauf an" beantworten. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und um dieses Thema geht es heute in diesem Video. Viel Spaß! Sie haben es schon sicherlich geahnt, es geht um das Thema Urheberrecht. Mit dem Urheberrecht wird nämlich festgelegt, ob und wie ein Werk von Dritten weiterverwendet werden darf. In Deutschland ist es nämlich relativ einfach, denn sobald ein Werk erstellt wurde, ist es automatisch urheberrechtlich geschützt. Und mit Werk meine ich ein Bild, eine Fotografie oder auch zum Beispiel auch dieses Video. In dem Moment, wo dieses Video fertiggestellt ist, ist es automatisch urheberrechtlich geschützt und ich als Urheber kann festlegen, unter welchen Umständen und ob überhaupt Sie das Video weiter verwenden oder auch veröffentlichen dürfen. Dies tue ich in Form einer Lizenz. Das Schöne ist, ich muss jetzt selber kein Jurist oder Anwalt sein, um einen rechtssicheren Lizenztext auch zu entwickeln. Ich kann zum Beispiel auf eine sogenannte Creative Commons Lizenz zurückgreifen. Den Link sehen Sie hier unten. Bei Creative Commons, ja, handelt es sich im Prinzip um eine Art Lizenzbaukasten. Das bedeutet, ich kann mir aussuchen, welche Bedingungen ich an die weitere Verwendung und Veröffentlichung meines Werkes knüpfen möchte und bekomme dann einen rechtssicheren Text zur Verfügung gestellt und auch eine Lizenz, mit der ich mein Werk lizenzieren kann. In diesem Fall habe ich mich für eine sogenannte CC-BY-SA-Lizenz entschieden. Das bedeutet, Sie können das Werk, also das Video, sich anschauen, Sie können es sogar schneiden in Ihrem Computer, Sie können es neu mixen, Sie können es auch weiter veröffentlichen, Sie können auch einen Teil da herausnehmen und das öffentlich auch zeigen. Allerdings müssen Sie den Namen nennen des Urhebers und Sie müssen das neue Werk unter der gleichen Lizenz wieder zur Verfügung stellen. Tue ich das nicht, wähle ich keine Lizenz für mein Werk aus, heißt das für Sie jetzt nicht, dass Sie das Video einfach verwenden und weiter veröffentlichen dürfen, sondern Sie müssen erstmal von der schlimmsten Einschränkung ausgehen, dass Sie damit erstmal gar nichts dürfen. Und dann liegt es an Ihnen, beziehungsweise es liegt an uns, jetzt sind wir nämlich bei dem Beispiel mit den Fotos im Intro, dass wir uns informieren, unter welcher Lizenz diese Werke überhaupt online gestellt wurden. In der Regel bei Bilderportalen oder auch in Videoportalen stehen Lizenzen immer bei den Werken mit dabei, weil man rechnet ja auch damit, dass die geteilt werden, dass man die auch weiter verwenden kann. Wenn aber nichts dabei steht, müssen wir uns informieren. Da lohnt sich zum Beispiel ein Blick ins Impressum oder zur Not einfach die Kontaktaufnahme mit dem Betreiber der Seite. Was auf gar keinen Fall geht, ist, sich die Seite oder die Inhalte einfach herunterzuladen und öffentlich zu verwenden. Und mit öffentlich meine ich in dem Zusammenhang ja das Hochladen auf eine eigene Website, Hintergrundbild bei Facebook, Twitter, bei YouTube, in sozialen Netzwerken oder auch das Verbreiten zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder auch in WhatsApp-Gruppen oder sogar in einer Präsentation, in einer öffentlichen Veranstaltung. Soweit erstmal zum Einstieg ins Thema Urheberrecht. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, schreiben Sie das bitte in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich sehr, Sie in den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut.